Freunde, willkommen zurück zu Advance Wars 2. Wir sind immer noch in der Mission mit Tami. Und ich habe ganz doll Angst, ja. Wirklich richtige Angst, ja, weil es ist einfach fies hier. Ich muss jetzt mal irgendwie gucken, dass ich die Flakgeschütze wegkriege. Und wir haben ja dann auch noch diesen Zeitdruck, weil die Tage bald ablaufen und deswegen muss ich wohl oder übel irgendwie versuchen, hier irgendwas zu machen. Aber kann ja nichts machen, Mann. Ich kann nichts machen. So. Die nächste Runde wird er Putte machen. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Ich weiß, das ist ein bisschen unsinnig. Ihr fragt euch bestimmt, was der Spast schon wieder will. Der kommt hier überall. Fuck. Ich habe nämlich noch eine gute Idee. Eine very gute Idee. Ich werde nämlich erstmal beenden. Los, lass uns spielen. Spezial. Oh, fuck. Oh, oh. Ja, Optimaltaktik. Dann werden alle Händen stark, wobei das Cat jetzt nichts gebracht hat. Wirklich gar nichts. Umso besser für mich. Denn ich kann jetzt einfach hier, ich habe jetzt schön Putte gemacht. Jetzt kann ich hier ganz ge... Moment, was macht der Raketenwerfer da? Der will mich wohl verarschen, oder? Der will mich verarschen. Nicht... Ich gehe mal da und Marcel ruft mich gerade an. Ich habe gerade hinten auf mein Handy geguckt. Was soll denn, Marcel? Warum rufst du mich an? Willst du mich verarschen? Immer dieser Marcel. So, ich leere meinen Panzer hier aus und meine andere Infanterie da und ich habe so gut wie gewonnen eigentlich. Ich habe jetzt noch. Hey, muss mal rechnen. Verdammt, morgen? Morgen schon? Was? Ich habe noch zwei Tage. Scheiße! Scheiße! Dann kann ich jetzt eventuell mit der Spezialgabe was reißen. Ich muss jetzt irgendwie noch Punkte sammeln. Ja! Keine Spezialgabe, keine Spezialgabe. Fuck! Ich muss irgendwie gewinnen. Ich muss gewinnen. Weil, wenn ihr guckt, die Spezial... Nee, wo war das hier? Komm mal da. Man kann nämlich Gabe und Spezialgabe einsetzen. Und bei Siegesmarsch ist die Besetzung innerhalb einer Runde möglich, selbst ohne volle TP-Zahl. Das heißt, ich würde jetzt mit einem Schwupsi-Bupsi hier komplett voll machen. Aber jetzt habe ich verkackt. Ich habe es verkackt, oder was? Nee, doch nicht. Doch, ich wollte schon meinen. Nee, ich habe gewonnen. Gut. Yeah. Alter, ich habe gerade echt gedacht, was hier... Nee, ich habe gerade echt Angst gehabt, ja. Ganz ernsthaft. Aber ich habe doch gewonnen. Haha, haha. Cat ist tot. Und ich habe gewonnen. Und wir speichern, denn wir speichern, weil wir speichern können. So, jetzt mit Max-Attacke hier. Ja, Hauptmann Helmut, wir sind voll scheiße und stinken, Mann. Ja, ich weiß. Woher weißt du das, hä? Ja, ich hab sie gerochen. Achso, ja, okay. Helmuts Höhenflug. Oh, verdammt. Max wird angegriffen. Ah, scheiße. Komm, Felix, Bombe, fuck. Das wird jetzt richtig brutal, denn... Ja, hier haben wir unsere schöne Missileinheit. Jetzt zack, die fegt die Flugeinheit einfach nur weg. Das ist das Problem. Der hat Jäger, damit macht er meinen Heli tot. Der hat Bomber, damit macht er meine Menschen tot. Und Kampfhelis, die einfach so fies sind. Ich muss also... Ich komme gar nicht weg. Mit dem Heli werde ich sowieso fertig. Mein Heli stirbt sowieso jetzt, also mache ich den hier. Dann mache ich den hier. Ich bin mir fast sicher, dass in dieser Stadt sogar was Wichtiges ist, was noch... später eine wichtige Rolle spielt, ja, also ja, genau. So, dann verteile ich meine Flak mal ein bisschen, weil er, wie gesagt, hier überall mit seinen Flugdingern ankommen kann. So, dann hier mein Tee und dann mache ich einmal, ja, dann gehe ich einfach vor, scheiß drauf. Scheiß drauf, was auch immer er tun will, wird er wird's machen. Ich mache einfach Schluss. Hauptmann Helmut, Nachricht, dass wir nicht autorisiert sind, Bomber und Jäger einzusetzen. Wen schert die Autorisierung? Wofür sind wir überhaupt da? Wofür sind Sie überhaupt da? Hauptmann Helmut, uns fehlen außerdem ausgebildete Piloten. Es fehlt an Ausbildung? Ich werde sie selbst ausbilden. Diese Bomber sind Einheiten des Direktangriffs. Hervorragend gegen Bodentruppen, selbst Kampfpanzer sind kein Thema. Dieser Helmut, da jetzt kommt sein Jäger, bam, alle weggefegt. Oh, verdammt, ey. Oh, voll böse. Und ich habe direkt hier Max Maximal. Ist das, glaube ich, die erste Gabe. Ich mache aber die Gabe, dann wird er... Dann wird nämlich alles stärker. Und los geht's. Maximum.
jetzt alle Einheiten viel stärker. Zack. Na, fast geklappt. Fast. Auto fast. So, Kommandant, uns fiel bei der Besetzung dieser Stadt das in die Hände. Hm? Was soll das sein? Ah, das ist eine Karte des Labors des Gegners. Sehr schön, das ist eine Geheimmission. An die kommt man eigentlich halt nicht so leicht ran, aber wir sind natürlich rangekommen. Weil wir cheaten. Weil ich cheate. Weil ich cheate, habe ich das geschafft. Ja, Leute, anders geht das gar nicht. Nur echte Cheater schaffen das, ja. Oh, meine, ich bin so ein Schwaggel. So, ich könnte theoretisch einmal hier lang gehen und jetzt habe ich, ja, egal wie der Bomber angreift, er wird so sterben. Helmuts Gabe haut rein und jetzt kommt Helmuts Gabe. Spezialgabe, fuck! Brachialgewalt. Jetzt geht er richtig ab. Oh, verdammt, und alle Einheiten sind super fallen. Verdammt, was macht der da? Was macht der? Was macht der? Ich muss ganz, ganz schnell jetzt erstmal aufräumen. Tschüss. Naja, fast. Dann räumen wir den hier auf. Zack. Dann. Fuck, das ist schlecht. Na, dann mache ich den hier. So. Dann kann ich den hier so machen, ja. Und dann setze ich die jetzt aus, weil ich Angst habe, dass sie sterben. So, so macht man das nämlich. So beschützt man seine Freunde. Jetzt greift er mich an und markiert hier voll den obergeilen Harden. Aber der hat keine Chance, Mann. So, jetzt mache ich den hier und dann mache ich den hier so zack und voll in die Fresse. Jetzt muss ich nur noch den olle Ding da oben tot machen. Attacke! Oder so. So, in der nächsten Runde müsste ich dann endlich gewonnen haben. Und zack, Attacke! Und zack, Attacke! Und fuck, Mann, er lebt immer noch! Was soll das? Jetzt stirb gefälligst! Jetzt aber! Oh, in Ordnung, was sagst du nun, Tami? Vollkommen unversehrt. Ja, und Mission 6 ist geschafft, oder? Cool. Immer noch ein S-Rang, also ist alles in Ordnung. So, schön Punkte wieder auf unser Konto raufpacken. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön. Bestehende Daten überschreiben? Ja. So, jetzt haben wir momentan gar keine andere. Ne, wir haben wirklich keine andere Mission. Hier haben wir jetzt die mit dem Labor. Das Labor in den Bergen muss eingenommen werden. Hat mein Helmut die Armee von uns da rückt an. Was? Wie konnten sie uns hier finden? Ich weiß nicht, vielleicht fanden sie eine Karte? Wie lange dauert es, die gesamten Waffendaten zu löschen? Nein, wir müssen es in 7 Tagen bewerkstelligen. Na dann los, der Feind darf nichts über unsere Pläne erfahren. Zeitfrage. Mission 7. Siehst du das? Ein Labor von Black Hole. Mit etwas Glück werden wir der Pläne des neuen Waffensystems habhaft. Ne, wir sind bereit zum Aufbruch, aber ist das nicht Tamis Mission? Ich kann nicht, Andy. Meine Truppen sind noch nicht so weit. Im letzten Gefecht wurden meine Einheiten ziemlich angeschlagen. Schade eigentlich. Ich will nur zu gerne selbst das Rattennest ausheben. Ja, Leute, wir haben jetzt Zeitdruck und wir haben Nebel. Hier überall im Nebel können die Gegner sein, ja. Und ich muss hier hin. Ich weiß, dass hier oben ein Raketenwerfer steht und ich weiß, dass hier, glaube ich, auch einer steht. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, so ein bisschen, ne? Deswegen schicke ich erstmal meinen Speer los. Der fährt dann hier hin. Kann ich gleich hier angreifen, zack. Und ja, ihr seht schon, Leute, fiese Gegner. Das sollte alles kein Problem sein. Ich mache einfach mal ein bisschen Bang, Bang, Pum, Bang, Bang, Pum. Oder so. Fuck, jetzt greift der Raketenwerfer. Das war jetzt doof von mir. Ich muss hier immer schön jetzt einen klaren Kopf bewahren, denn das wird jetzt alles ein bisschen interessant auf jeden Fall. Denn wer weiß, was der Gegner hier noch alles anzubieten hat, um mich tot zu machen. Ich muss hier echt aufpassen. So, einfach meine nächste Runde hier warten. Beeilung, wir müssen sie aufhalten! Jawohl, Hauptmann! Oh ja, und wie er mich aufhaltet. Andy, einige meiner Soldaten haben das Gelände erkundet. Man hat mir berichtet, dass sich eine Einheit des Fernangriffs in einem der drei Wälder versteckt. Muss ich aufpassen. Aber noch ist hier alles halb so wild. Ich mache einfach mal den kaputt. Denn der nervt sehr doll. Nee, kann ich nicht irgendwie mit irgendwas. Nee, kann ich nicht. Verdammt! Machen wir hier nochmal Peng. Und hier mal Peng. So, dann kann ich hier hinfahren. So, dann fahren wir da. Dahin? Okay.
Okay, der Raketenwerfer ist da. Hm. Dann muss ich hier kurz Platz machen, dass ich den kaputt machen kann, weil der muss unbedingt weg, ne? Ach, das ist nur eine Artillerie. Neue Informationen. In den Wäldern nahe dem Labor findet sich eine weitere Einheit des Fernangriffs. Scheiß Fernangriff, ey. Zack, da ist er, der Raketenwerfer, Leute. Leute. So, das heißt, ich muss jetzt wahnsinnig aufpassen. Ich schicke einfach als kleiner Köder den hier unten lang und... Und ich schicke einfach alles, was ich habe, da unten lang. Was laber ich hier? Ja, das passt schon, irgendwie, das passt schon. Ich greife ihn einfach mit allem an und lenke den Raketenwerfer ab. Aua. Das war fies. Attacke! Attacke! Ja, ich muss den Raketenwerfer kaputt machen, anders geht's nicht. Dann gehe ich hier schön lang. So. Und der macht hier Sicherungsstellung, Sicherheit bringt er. Und nun fangen wir an mit dem Erobern des Labors. Und gewonnen, Leute! Wir haben das Labor eingenommen und bekommen die Pläne der neuen Waffe. Hauptmann Helmut, die neuen Pläne sind gestohlen worden. Alle Truppen in der Fabrik sammeln. In der Fabrik... Jawohl, Hauptmann. Verdammter Mist. Erledigt, das Labor wurde stillgelegt. Fantastische Leistung unter solch verschärfter Bedingung. Ja, yeah, Leute. Sehr schön, S-Rang, volle Punktzahl. So macht man das. Und schon haben wir die letzte Mission von Orange Star. Die Mission mit dem Stern. Moment mal, Orange Star, ein oranger Stern? Was ist hier los? Ne, fangen wir einfach mal an. Das Level hat 4 Sterne, also es ist schwer. Da, die Festung des Gegners. Können wir unser Land retten? Gucken wir uns mal die Karte an. So sieht's aus. Ja, das kann echt hart werden. Ich werde auch als Kommandanten Andy nehmen, denke ich mal. Sie sind endlich eingetroffen. Mit dieser Fabrik besiege ich alle. Du siehst ein bisschen gestresst aus, Helmut. Hm? Unter welchem Stein kommst du denn hervorgekrochen, Adda? Ich nenne einfach Adda. Nun, ich wollte die Kampfkraft dieser Weltmacht mit eigenen Augen sehen. Darfst du überhaupt hier sein? Ich dachte, du sollst in Yellow Comet einfallen. Mein lieber Helmut, halte dein behelmtes Haupt lieber aus meinen Sachen heraus. Sieh nur, die Anwohner hier stehen vor deiner Tür. Sie wirken nur aufgebracht. Ich werde nicht verlieren. Ich werde? Du darfst nicht verlieren, Helmut. Das trifft die Sache wohl besser. Ich freue mich schon auf deine Vorstellung. Ja, wir können hier schön aussuchen und ich werde Andy nehmen. Andy ist mir Andy ist mir eigentlich am liebsten, denn er hat eine coole Gabe. So, Mission 8, Freiheit. Ausrufezeichen. Holla, was ist denn das? Das sieht aus wie eine Anlage, aber wozu dient sie? Was haben diese Teufel nur vor? Ich glaube, das ist eine Fabrik. Von hier kommt all die Zerstörungsgewalt, die unsere Truppen bedroht. Dann muss das die Zentralbasis der Invasion von Black Hole sein. Ja, aber es gibt noch viele offene Fragen. Ich habe einen Spion eingeschleust. Sobald ich etwas erfahre, melde ich mich. In der Zwischenzeit macht einen Angriff, Mann. So. Ganz wichtig, ich muss diesen Flughafen und diese Basis hier einnehmen. Das ist ganz wichtig. Und hier hinten ist auch noch eine Basis, da muss ich eventuell auch rankommen. Jede Runde kann er hier nämlich schön Gegner spawnen. Also, ja, er spawnt hier seine Einheiten und hier oben hat er halt eine eigene Basis. Da muss er jetzt wirklich aufpassen, ne? Ich habe 6000, das nutze ich gleich mal aus mit dem TTP und der Infanterie. Die Einheit ist fertig, oder? Öffne das Tor! Jawohl, Hauptmann! Da zack, einfach so. Nein, Idiot. Das ist keine Basis, aber es kam eine Einheit heraus. Was geht da vor? Ach so, ist das, ich verstehe. Was ist los, Nell? Alles in Ordnung? Nein, Max, nicht genug, dass unsere Armee attackiert wird. Der Gegner steht außerdem noch Waffen, Geld und anderes Material. Irgendwie wird das alles hierher geschafft, durch diese Pipeline. Wird alles zur Fabrik transportiert und auch an andere Orte. Black Hole, Teufel, sie sind noch gefährlicher als wir dachten. Ja, toll. Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, Leute. Ich würde sagen, ich mache Pause und im nächsten Part wollen wir dann diese Pipeline hier zerstören. Ich hoffe, das schaffe ich. Gut, Leute, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und im nächsten Part machen wir weiter mit der letzten Mission von Orange Star. Also, ciao.